Hi Leute. Hallo. Ich begrüße euch hier auf Weibers Meerwasser zu einem neuen Teil in der Serie Meerwasser für Anfänger. Heute geht es sich um die Kosten, was mich dieses Video, nein, den Typ da am Nerven gekostet hat, nein, auch nicht. Im Endeffekt die Kosten, Anschaffungskosten des Systems. Was hat es nur bezahlt? Was hätte man neu bezahlt? Etc. Ich finde, jetzt die letzten Tage, wo ich mich damit beschäftigt habe, also ich habe mich jetzt auch richtig auf das Video gefreut, weil es einfach mal geil war zu sehen. Ja. Ne, weil du dir das erste Mal so eben so richtig vor Augen führst. Was haben wir ausgegeben? Ne? Und im Endeffekt habe ich ja da hinten auch mal ausgerechnet und mir sind ja so wirklich die Augen aufgegangen, was da tatsächlich für einen Wert steht. Und wenn man im Endeffekt mal sieht, dein Becken ist winzig klein und ja, aber eine Sache haben wir noch. Schwenken wir noch mal kurz aus aktuellem Anlass kurz rüber. Jeder von euch hat mitbekommen, dass der Flo nicht mehr unter uns ist. Und ja, großartig Kontakt hatte ich zu ihm nicht. Man muss aber dazu sagen, ne, wie ich schon oft gesagt habe, mein Bestandteil aus dem Meerwasseraquaristik fing ja damit überhaupt als YouTube an. Hm. Ne, und da war Plankton Plus, eben Florian, eben ganz, ganz vorne mit dabei. Mhm. Also ich persönlich hatte ja keinen persönlichen Kontakt zu dem. Ich habe auch noch mal kurz mit ihm geschrieben, hier und da. Und ja, er war in meinen Augen einer der ganz Großen, beziehungsweise ein aufsteigender Stern, sagen wir es mal andersrum, so. Er reißt eine große Lücke. Und wir wünschen von hier aus allen Bekannten, Verwandten, der Familie vor allem ganz viel Kraft und ja, von hier aus nochmal herzliches Beileid. Ja, kurzer Schnitt, sind gleich wieder da. So, Ladies and Gentlemen, Mesdames et Messieurs, da sind wir wieder. Wir haben jetzt mal eine Kostenaufstellung gemacht, im Prinzip wie ich das damals mit meinem Großen auch gemacht habe. Und wir sind da zu zwei Zahlen gekommen, die schon ordentlich sind. Ja. Also grundsätzlich, das ist jetzt ein 200... Also wir sagen immer, also komplett Füllmenge sind wir bei 270 Liter. 270 Liter. Da hat man am Anfang unterschiedliches Licht drauf. Das haben wir jetzt nicht mitgerechnet. Wir haben jetzt das Setup genommen, was im Endeffekt so, wie es da steht. Und wir haben zwei Zahlen. Einmal den Neuanschaffungswert, der liegt roundabout bei 5.400. Nee, 5.800 wird doch. 5.800? Ich meine, ich hätte gerade eben 5.400, aber guck mal nach. Nee, 5.400, okay. Ich habe es ja auch gerechnet. Ne? Ja. Okay. Und der zweite Wert, den wir jetzt tatsächlich, den du tatsächlich bezahlt und investiert hast, waren 2.815. Diese da war die 8, 2.815. Das ist, ja. Fangen wir mal pauschal an. Also das Becken bist du ja extrem günstig dran gekommen. Ja, können wir ja nochmal aufgreifen. Eigentlich die Leute, die das von Anfang an ja gucken. Das Becken hatte ich tatsächlich nichts gekostet. Nein, da habe ich... Das ist schon mal gut. Ja. Weil allein das kommt im Neupreis, wenn es neu angelegt, neu zugelegt wird, ja, bei... Ja, ursprünglich Euro. Ja, ursprünglich muss man auch... was heißt, muss man jetzt nicht, aber ich hatte mir grundsätzlich eigentlich so ein Limit von 1.000 Euro gesetzt für ein gebrauchtes Becken, für eine Anschaffung. Ja, bis dann eben die Situation kam, das Becken muss sehr dringend bei dem alten Besitzer weg. Und heute auf morgen bin ich dann abholen gefahren. Hast du pauschal Glück gehabt. Ja, ja. Ja, bei gebrauchten Becken ist das immer so eine Sache. Muss man jetzt mal ganz offen und ehrlich in den Raum stellen, ob das jetzt Süßwasser ist oder Meerwasser. Grundsätzlich sind gebrauchte Becken immer mit Vorsicht zu genießen. A, wie sehen sie von den Scheiben aus? Ich glaube, du hast dich schon dann nach zwei Wochen darüber geärgert, dass du Kratzer auf den Scheiben hast. Ja, aber das ist dann auch wieder Jammern auf hohem Niveau. Ne? Ja, dafür, dass geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Was natürlich sehr viel wichtiger ist, da kommen wir dann nochmal auf diese komische WhatsApp zurück von letztens. Mir läuft das Becken aus. Ja. Die entsprechenden Nähte sind natürlich mit Vorsicht zu genießen. Man muss gerade, ich sag es mal, bei solchen Becken in der Größenordnung sind die Nähte extrem schmal. Und ich habe es ja hinten in der Ecke mit dem Blendy, habe ich es ja auch damals gehabt. Das war ein neues Becken und mir ist da nach zweieinhalb Monaten
eine Naht gerissen. Da sieht man das natürlich nicht ganz so gut, wie dick die Nähte sind, ob die noch in Ordnung sind, ob da Luftblasen drunter sind. Das ist alles mit Vorsicht zu genießen. Und grundsätzlich bin ich jemand, der dann sagt, nehmt euch da jemanden mit, der da Ahnung von hat. Und das hast du tatsächlich Glück gehabt. Würde ich jetzt mal pauschal sagen. Das Becken sieht gut aus. Ich hatte aber ja grundsätzlich auch Glück beim Transport. Die waren im Umzugsstress, die mussten ihre Wohnung verlassen. Ich war ja komplett alleine. Ne? Mhm. Also der hat mir dann letztendlich nur bei dem Becken selbst geholfen. Für die Leute, die sich ein bisschen auskennen, ich habe einen A6, einen Kombi. Ey, das war eine Katastrophe, das in das Auto reinzubekommen. Es hat am Ende gepasst, ja. Aber dass auch unterwegs nichts passiert ist. Also es war ja auch nochmal so eine heikle Nummer. Ja, so ein Beckentransport ist immer was Besonderes. Ja. Dann hatte ich, als ich das, ich weiß nicht, das können wir mal einblenden, kann ich auch mal schicken, das Foto, das Becken war, ursprünglich war das ja mal ein Salzwasserbecken und dann hatte der junge Mann da irgendwie keinen Bock mehr drauf und hat sich da zwei Snakeheads reingesetzt. Okay. Mit demselben System halt. Mhm. Und hat dann da ein, es gibt so Stein, so Kunststoffe, die sehen aus wie Felsen. Mhm. Ja, da hatte sich da alles zurecht. Es sah extrem geil aus. Ich weiß nicht, ne, blenden wir dann ein. Und das hatte mit Bauschaum auf dem Boden und an die Rückwand. Und den habe ich erstmal anderthalb Tage da sauber gemacht. Und da hätte natürlich auch viel bei passieren können. Ja, sicher. Okay, das muss sowas, an sowas sauber zu kriegen und zu reinigen. Und dann so zu reinigen, dass halt nichts passiert, dass man nicht an die Nähte drankommt, dass nichts kaputt geht, ist natürlich auch noch eine Sache für sich. Aber hast du ja gut hingekriegt. Ja, gut. Ich habe mir da aber auch wirklich anderthalb Tage schön viel Zeit für genommen. Und wie gesagt, das Becken stand ja... Also, dann kann man sagen, 0 Euro ja. Mit ein bisschen Arbeit zu 1200 Euro... Neuwert bzw. Neuanschaffung. Aber ich bin der Meinung, dass du, wenn wir jetzt von diesen 2800 Euro mal ausgehen, so wie das Becken jetzt da steht, könntest du aber nochmal, je nachdem, was du für ein Becken haben möchtest, irgendwo eine Range zwischen 500 oder sagen wir mal 400 und 800 Euro rechnen, um ein super gebrauchtes zu bekommen. Ja. Ne? Also, das ist ja grundsätzlich hier bei uns in der Meerwasser- oder in der Aquaristik immer wieder das Problem. Oder wir merken es in der Meerwasser-Aquaristik ganz besonders extrem. Alles, was man kaufen will, neu kaufen will, sich holen will, ist teuer. Ist sehr teuer, ob das jetzt ein Becken ist oder eine Pumpe ist oder was auch immer. Und sobald man etwas gebraucht kauft oder haben möchte, sind die Preise sehr viel niedriger oder man selber als Verkäufer bekommt fast gar nichts mehr für seine Sachen, obwohl die im Endeffekt in Ordnung sind, man sehr viel Geld investiert hat. Es ist extrem günstig, aber es gibt auch viele, viele Faktoren, wo ich dann sage, Vorsicht. Wie zum Beispiel bei einem gebrauchten Becken mit den Nähten. Das wäre Punkt 1. Beim Pumpen kommen wir gleich zu. Da gibt es auch noch so Sachen, die zu beachten sind. Das ist alles mit Vorsicht zu genießen und ich sag mal, gerade als Anfänger hat man es da echt schwierig, zu sagen, okay, komm, ich kaufe mir jetzt dies und dies. Und ja, dann hat man auf einmal einen ultralauten Abschäumer. Ja, ja. Mein Gott. Also, ZB. Ja? Erstmal das und zweitens, wie gesagt, und das möchte ich, glaube ich, hier auch nochmal betonen, also das ist hier wirklich immer noch als... Sei es nun, wie das Becken mit seinen ganzen Werten jetzt aktuell da steht und optisch, ne, das ist alles Jammern auf hohem Niveau, was wir bis jetzt betrieben haben. Und das ist preistechnisch also in der Situation genau dasselbe. Mhm. Also es gibt mit Sicherheit Leute, die vielleicht noch weniger bezahlt haben oder sowas. Ne? Das mag sein. Aber es war von Anfang an klar, dass wir versuchen, uns nicht kaputt zu sparen. Und nachher da ein Becken stehen zu haben, was einfach scheiße läuft. Und weil man einfach zu viel Geld gespart hat. Oder man hat einfach Pech gehabt. Also, verstehst du, wie ich das meine? Ja, ja. Ne? Und ich denke, wir haben einen guten Mittelweg gefunden. Ja. Also wir haben gesagt, die Dinge, die wirklich zum Beispiel ein neuer, da war damals da noch eine Rückförderpumpe drin. Mhm. Die hat man ja rausgeschmissen, dann habe ich von Aquamedic die Sea Runner habe ich ja nochmal neu dazu geholt. Genau. Ja, ich weiß, wollen wir das mal. Können wir jetzt so nach und nach zerteilen? Ja. Ne? Also, im Endeffekt ist die Sea Runner, das ist ja, ich sag's mal,
doof gesagt, eine verkappte Jibau oder eine umgebaute Jibau, ja, anders gelabelt oder wie auch immer. Fakt ist, das sind Pumpen, die tun ihren Dienst. Die sind recht günstig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe sie ja bei mir drüben auch noch laufen, den gleichen Typ, die Dreier-Serie, 9.3. Und man hört sie nicht. Die läuft vernünftig. Tatsächlich, ja. Ja. Die ist so mucksmäuschenstill. Wenn die vernünftig angeschlossen wird. Also sprich, wenn die auf ihrem Originalfuß steht und die entsprechende Entkopplung zur Verrohrung da ist und die sauber steht und alles gemäß Bedienungsanleitung und einem Video, was ich auch schon mal gemacht habe, blende ich euch mit ein, dann dementsprechend zusammengebaut ist, funktioniert diese Pumpe wirklich problemlos. Ja. Und die läuft und läuft und läuft. Also kann man nicht anders sagen. Also es muss nicht immer das Teuerste sein. Ich hätte auch ganz gerne hier eine Royal Explosiv oder eine Aquabee noch da reingestellt. Aber ganz ehrlich, es muss im Moment tatsächlich nicht sein. Nichts gegen die Marken, um Gottes Willen. Das sind tolle Sachen. Aber es funktioniert auch günstiger. Ja, ich finde, das kann man halt super mit auch mit Autos vergleichen. Du fährst mit einem Auto, was absolut Schrott ist, gerade noch über den TÜV kommt für 500 Euro, fährst du auch deine Wege super trocken von A nach B. Du kannst aber auch für 100.000 Euro kannst du den dicken Benz kaufen. Ne? Also, das hat alles so seine Daseinsberechtigung und ich denke, das ist auch in Ordnung. Wo wir direkt, glaube ich, zu sprechen drauf kommen können, ist eben, dass diese 2.815 Euro zum Teil mit Sponsoring waren. Genau, das ist es. Weil das sind mal 900 Euro, mal pauschal gesagt, die müsste man in der Theorie jetzt eigentlich mit drauf rechnen. Richtig. Aber da wir die Ocean Motion, oder ich habe die Ocean Motion gesponsert gekriegt, und dazu auch nochmal Dankeschön, genauso wie eben von AK, die... an AK und an Andi. Ne? Das waren Sachen, wo ich mich dann reingehangen habe und gesagt habe, komm, ich begleite das Projekt, wir schauen, wie es funktioniert, wie es läuft, und die entsprechenden Firmen haben dem zugestimmt. Ich habe da was gehört. Ja. Deine Frau hat sich bei mir gemeldet. Die ist unzufrieden mit der Akustik. Ja, das stimmt. Wegen dem Abschirmer. Da haben wir ja festgestellt, dass der relativ laut ist. Das ist ja. Der ist für dich. Ich habe bei AK, habe ich das Ganze erzählt. Und AK hat gesagt, komm, da machen wir jetzt was. Und in weiser Voraussicht haben wir sogar den etwas größeren schon organisiert. Mhm. Weil du hast ja irgendwann vor, in nächster Zeit, halbes, dreiviertel Jahr, je nachdem, vielleicht vergrößern. Da kommt alles auf die Regierung an. Thema Regierung, der ist für dich. Geil, dankeschön. Dankeschön an Firma AK, würde ich mal sagen. Stimmt. Das ist dann eine Sache, die dann, pures Glück. Hat funktioniert. Muss nicht immer so sein. Ja, wie gesagt, danke dafür auf jeden Fall nochmal. Und aber wenn du es ja genau nimmst, müssten wir ja ungefähr 900 Euro nochmal on top rechnen. Genau. Ne? Also, oder das ist einfach etwas, was ihr vielleicht für euch nicht vergessen dürft. Da legen wir, ich weiß nicht, wir liegen ja jetzt hier. Wenn du, also der Abschäumer, der kostet aktuell um die 430 bis 450 Euro, je nachdem, wo man eben kauft. Und die Ocean Motion auch so irgendwo in dieser Range, 430, 450 Euro, mit allen Komponenten, mit der Kanalsteuerung und so weiter und so fort. Ne? Also legen wir in der Theorie. Da müssen wir, glaube ich, einmal einen Controller abziehen. Die 450 ist, glaube ich, auf einen Controller und zwei Dreheinheiten gerechnet. Ja, gut. Blende ich gleich nochmal kurz mit ein den Preis, weil ich meine, so um die 400 Euro wären es, wenn es zwei Dreheinheiten sind, aber wir haben bei denen tatsächlich nur eine eingesetzt. Also müssten wir da 120 Euro, glaube ich. Dann lass uns da einfach sagen, dass wir da bei 350 Euro sind. Ja. Ne? Dann sind wir, lass uns einfach mal irgendwo zwischen 650 und 750 Euro sagen, die man in der Theorie, wenn man jetzt nicht das Privileg hat, wie ich jetzt eben durch dich. Ja, aber es ist nun mal so. Ja, ist. Ja. Dann liegen wir bei etwa 3.500 Euro. Ja. Ne? Wobei man dann jetzt tatsächlich die Sachen neu rechnet. Beim Abschirmer kann man auch hingehen, kann den theoretisch gesehen gebraucht kaufen. Habe ich gemacht. Hast du gemacht, genau. Und da sind wir dann bei dem Thema. Akustik. Kaufst du billig, kaufst du zweimal. Ja. Gibt es leider Gottes die Situation? Die Situation hatten wir eben mit dem Abschäumer. Aber da steckst du nicht drin. Nein. Jeder hat da gerade bei der Akustik ein anderes Wahrnehmungsvermögen, weil ich hier unten mit meinem Becken,
Ja, wenn es hier vollkommen ruhig ist, dann macht dieses Becken auch Geräusche. Dann hört man das auch. Dann ist hier und da mal eine Pumpe und irgendwas, was anspringt oder so. Bei euch ist es halt die Situation, ihr habt das Becken direkt neben dem Schlafzimmer stehen. Ja. Zum Glück nicht im Schlafzimmer. Dann wäre es nämlich noch schlimmer. Dann hätte er nämlich direkt noch mehr investieren können. Aber ja, jeder hat da ein anderes Wahrnehmungsvermögen. Und wir haben uns im Vorfeld tatsächlich erkundigt und haben überall rumgehört, den Bubble Magus, den wir da eingesetzt haben. Das war der C5, ne? Oder C3? Ich meine C3. C3. Ist ein DC gewesen und von vielen haben wir gehört, ja, der läuft wunderbar, den hörst du nicht und, ja. Der wir hat haben, seine Arbeit gemacht. Das wollen wir nicht abschalten, also das hat funktioniert. Ja. Aber er war von der Akustik her, war das, ja, ist auch mal ein halber Kühlschrank. Ja. Steckt man im Endeffekt nicht drin. Es könnte dann durch den Austausch vom Motor, hätte es vielleicht im Endeffekt behoben worden. Sein können, wurden sein, kaufen ja, eine Tüte Deutsch. Da kommen wir dann eben dahin, wo ich sage, da habe ich eben das Privileg, dass Daniel eben die Connection hat und die Firmen dann eben auch darauf eingestiegen sind, okay, machen wir. Na, ansonsten wären das dann halt auch mal eben irgendwo zwischen 300 und 400 Euro gewesen. Genau. Na? Und mit dem Strömungskonzept ja genau dieselbe Nummer. Mhm. Man hat natürlich gerade, also ich persönlich habe es jetzt natürlich erst dann gesehen, nachdem wir die Ocean Motion drin hatten. Mhm. Wo Bewegung im Wasser hinkommt, wo sie vorher nicht hinkam. Ja, du hattest eine kurze Zeit lang, ja, hatten wir ja die Situation, dass die Pumpe fest montiert war. Ja, ja, genau. Ja? Die ersten drei Monate. Da sind deine Einsiedler dann dran gekommen und. Ja. jetzt hängt die Pumpe natürlich frei, jetzt kommt da keiner mehr dran. Jetzt hast du auch keine Einsiedler mehr. Ja, ich muss jetzt aber auch mal, da habe ich auch eben noch drüber nachgedacht, wir machen jetzt quasi so ein Sechs-Monats-Gespräch. Ne? Ja. Wir sind jetzt bei genau 6 Monaten. Und das hört sich jetzt vielleicht für einige bescheuert an. Aber ich glaube, wenn meine Frau nicht so cool mit dieser ganzen Situation wäre, ja, es ist nun so. Mhm. Ne? Und selber die Rieseninteresse mittlerweile einfach für diese ganze Thematik hat, sich auch mit daran beteiligt, sich um das Becken zu kümmern. Mhm. Ich glaube, das hätte auch noch Probleme gegeben. Also, wenn ich mir überlege, hätte die da keinen Bock drauf und hätte die Schnauze voll von dem Becken, dann hätte die sich nicht schon ein, zwei Nächte mit mir um die Ohren geschlagen, dass wir das Becken leiser kriegen, weil da wieder ein Einsiedler in der Strömungspumpe saß. Dann hatten wir letzte Woche oder vor 2 Wochen die Situation, dass der Wasserstand sich auf einmal verringert hat. Mhm. Dann fing der wieder an zu gluckern nachts um 2 Uhr. Dann hatte ich keinen Sekundenkleber da. Dann habe ich dann Knete, die ich noch zu Hause hatte, genutzt. Und der Abschäumer, ich glaube, wann habe ich das geklebt? Ich glaube, irgendwann zum späten Nachmittag, Abend hin. Und nachts um 3 Uhr fing dann der Abschäumer an überzukochen, weil er sich die ganzen Materialien da aus dem Wasser geholt hat. Meine Frau ist in dem Moment erstmal, in meinen Worten, abgefuckt. Ne? Ja, nachts um 2-3 Uhr. Richtig angepisst, ja, denke ich mir. Aber man muss dazu sagen, meine Frau ist da super cool mit. Aber das liegt eigentlich auch viel mit daran, dass es gut aussieht. Ja, und wie gesagt, die ja selber fasziniert ist von den Tieren und von den Korallen und so weiter und so fort. Und ich sag dir ganz ehrlich, wenn sie dann nicht so hinterstände, ich glaube, da hätte ich persönlich zu Hause ein Problem. Also grundsätzlich sehe ich das bei dir genauso wie bei mir. Solange es gut aussieht und funktioniert und in den Griff zu kriegen ist und man sieht im Endeffekt mit deinem und mit meinem Becken, die funktionieren, die laufen, die sehen gut aus, die Korallen sterben nicht der Reihe nach ab, wie bei manch anderen vielleicht, dann haben wir im Endeffekt auch den DAF-Schein. Ja? Dann wird auch hier und da weiter gesponnen, wenn auch nur erstmal fiktiv bei dir. Darauf wollte ich gerade noch zu sprechen kommen. Meine Tochter, die hat gestern Geburtstag gefeiert, die Kinder waren am Spielen und ich saß mit meiner Frau zusammen am Handy und wir haben nach Becken geguckt. Mhm. Ne? Und ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das nicht bei jedem zu Hause so ist. Wenn man einmal wirklich Salz geleckt hat und wirklich dran ist, dann geht das konsequent weiter. Du sagst zwar jetzt bis dahin und nicht weiter, erstmal. Ja gut, ich bin jetzt selber schon... Ja, du hast eine gewisse Grundgröße im Kopf. Ja, damit glücklich wirst über die Zeit. Aber da kommen wir dann wieder an den Punkt, wenn ich individuell arbeiten möchte, muss ich ein Batzen Geld in die Hand nehmen. Tatsächlich ist es, nach dem, was ich jetzt erfahrungsgemäß damit, sag's mal,
erfahren habe, ist es nicht unbedingt mehr Geld. Es ist mehr Arbeit. Es ist tatsächlich, wenn ich mir ein System hinstelle, was ich mir selber plane und konfiguriere, komme ich preistechnisch wahrscheinlich genauso teuer, als wenn ich mir das vom Händler fertig als Systembecken kaufe. Bei einem Systembecken stehe ich aber wie der Ochs vom Berg und muss das so hinnehmen, so wie der Händler das im Endeffekt sich gedacht hat. Ja, und genau das ist das, worauf ich hinaus wollte. Hm. Zum Beispiel, ich hatte ja jetzt gesagt so, was haben wir gesagt, so 400-500 Liter maximal. Mhm. Jetzt habe ich ein wunderschönes Becken gestern gesehen, ich weiß, dürfen wir den Namen sagen? Ja, sicher, warum nicht? Hier von Blackbox. Waterbox. Waterbox, Entschuldigung. Mhm. Supergeiles System. Das System, was mich gecatcht hat, hatte dann aber mal eben schon 700 Liter. War das das Cello von denen? Naja. Mhm. Und ich brauche ja auch nicht mehr. Ich habe ja alles zu Hause. Es ist ja letztendlich das Grundgerüst, der Schrank, das Becken. Und noch einmal mehr Licht. Ja, und ein bisschen noch bei Norbert Lüfter zu kaufen. Strömung? Ja, dann noch ein zweite. Aber es ist tatsächlich, er hat jetzt ein sehr gutes Grundsystem. Deshalb hat man ja auch unter anderem den größeren Abschirmer von Aker genommen, weil im Raum sowieso schon stand, wir haben Salz geleckt, wir wollen früher oder später wollen wir vergrößern. Hey, kannst du jetzt einen Dock einsetzen? Nein, vergiss es. Moment. Und da kommen wir aber auch wieder zu dem Punkt. Ich hatte den Gedanken irgendwann, weil es mich dann doch so gecatcht hat und wie wir ja jetzt letzte Woche in dem letzten Video dann erfahren haben, eben platztechnisch wird es eng. Ja. Ne? Und dann, ich habe mir den Teil dazu gedacht. Und meine Frau hat es dann irgendwann von uns selbst ausgesprochen. Schatz, guck mal da wird das echt gut aussehen. Und ne, die Beckenform und vielleicht ein bisschen breiter und dies, das. Mhm. Ich kenne das. Ne? Und ich habe ja nicht umsonst so viele Becken gehabt, weil wir haben tatsächlich, war das erste Becken, was ich mir nach Wunsch gekauft habe, war der Reefer. Vorher haben wir, ja, ich sag's mal, tatsächlich auf gebrauchten Becken rumgekrebst. So nach dem Motto, sind wir günstig dran gekommen oder kommt so grob in die Richtung, das, was wir haben wollen. Aber das, was wir eigentlich haben wollten, haben wir uns nie geleistet. So, und irgendwann haben wir dann gesagt, so. Wir wollen ein Poolbecken haben, wir wollen die und die Größe haben. Ja. Ja, und dann haben wir gesagt, so, go. Ja, und der Reefer war tatsächlich das erste neue Becken, was ich mir geleistet habe. Und dann habe ich dann erstmal damit Erfahrung gesammelt. Ja, und die Erfahrung war, Systembecken, schön und gut. Individuell haben wir jetzt dastehen. Ob das jetzt da oben ein Glasbecken drauf ist oder ein Acrylbecken, das lassen wir jetzt mal vollkommen dahingestellt. Mhm. Ja, aber ich sag mal, dass, wenn man die Arbeit sich machen will und sich selber da was aufbaut, so wie man das haben möchte, ist das mehr Arbeit, Planung, man muss mehr dahinter sein. Beim Systembecken ist es einfacher, bestellen, liefern lassen, aufbauen, fertig. Ja. Ja, das ist die Sache, die im Endeffekt dahinter steckt. Aber großartig jetzt das Ganze teurer, man kann überall Geld drin versenken. Klar, logisch. Ja. Ja. Anstatt ein Glasbecken, ein Acrylbecken nehmen und. Ne? Ja gut, aber wie du ja auch weißt, eben die Stelle, wo es dann gerne oder wünschenswert ist hinzustellen, da steht uns ja echt alles offen. Platztechnisch, also eine Theorie. Wie groß war das jetzt, was du da jetzt im von den Abmaßen her hast? Ich glaube 1,50 Meter oder sowas war das. Ja, aber gut, die haben aber auch, glaube ich, wie gesagt, das Komplettsystem waren 700 Liter, 690 irgendwie sowas. Mhm. Da ist aber auch schon fast 200 Liter. Das ist der Technikbereich, der dann Technikbereich halt auch, mit drin ist. Ja. Ne? Das ist ja ähnlich wie bei mir hier oben. Das sieht riesig aus, aber tatsächlich sind es nur 500 Liter, 550 Liter effektiv oben. Mhm. Plus dann im Technikbereich kommen wir dann auch wieder auf 690 Liter. Ja, das sind dann immer die Komplettangaben. Ja, das Becken hat ne, Reefer 625. Ja, was hat der? 500 Liter effektiv. Ja, ich glaube aber, lass uns das Thema jetzt nicht zu breit schlagen, weil wir wollten ja eigentlich über was anderes sprechen. Der Gedanke ist auf jeden Fall da. Ich befürchte es auch. Na? Wir schauen einfach mal. Aber Fakt ist, so wie dein Becken da im Moment steht. Ja, wie gesagt. Ist das schön. Es ist herrlich. Kommt rein und. Ja, Montag schicke ich die ECP raus. Gestern die Werte, die haben mich auch mal wieder glücklich gemacht. Ja, passt doch. Ich habe meine heute Morgen gekriegt. Ja, ach komm. 96%.
Und die 4%, die liegen tatsächlich in kleinen Mangelerscheinungen. Und ich glaube, auch im Nitrat. Ach, komm, hör auf mit dem Nitrat. Erzähl doch einen oder schon. Gut, du hast es ja gepostet, aber die ATI-Vorgabe sind 2? 2 Milligramm, ja. 2 Milligramm. Und wo lagen wir dann jetzt? 118 drüber. Ja, ich bitte dich. Ja. Also wir lagen bei 118 Milligramm. Und ich möchte bitte jetzt auch nochmal dazu sagen, ich glaube, dass mein Becken stand 4 Wochen, kurz nach dem Wasserschaden, stand das Becken im Büro. Ich hatte gemessen, mein Nitrat lag bei 50. Ja. Jetzt müssen wir das Ganze aber differenzieren. Ein laufendes System und ein frisches System. Ich habe einfach zu viel gefüttert. Ja. Punkt 1. Ich muss den Wasserwechsel machen von 50%. Ja. Die Menge, die er im Endeffekt bei sich drin hatte, in einem frischen System, zeigt mir im Endeffekt an, dass irgendwas nicht hundertprozentig funktioniert hat. So, da kann man sich jetzt drüber streiten oder nicht. Im Moment liegst du bei? 10. Ups. Ja, ich meine es wahrscheinlich mit meinen Fischen sowieso. Hat der Oliver heute Mittag ja in dem Post auch geschrieben. Also es liegt wahrscheinlich so ein bisschen daran, dass ihr etwas zu viel Futter, zu viel Fisch habt, was auch immer. Aber zu meiner Schande muss ich aber auch sagen, gut, es ist halt von Becken zu Becken unterschiedlich. Man hat mir auch schon geraten, ich soll mehr füttern. Bei mir kriegen die Fische aber einmal morgens Frostfutter und einmal abends. Wenn du im Endeffekt beobachtest und siehst, dass die vernünftig fressen und dass das Futter im Prinzip alles aufgenommen wird, dann ist das ja okay. So, jetzt habe ich hier so ein Riesenbecken stehen, das ist momentan noch abgedeckt. Ich bin also pauschal gesagt faul. War das was? Immer. Ne? Blende ich euch mal eben ein, Boden ist immer noch nicht sauber gemacht. Ne? Da wachsen mittlerweile schon Kalkrotalgen drauf. Nein, es geht sich tatsächlich darum, wenn man ein frisches Becken hat und dann die Werte so hochschnellen, dann stimmt irgendwas mit der Grundbiologie noch nicht. Bei einem eingefahrenen Becken, wenn dann die Werte so hoch sind, dann liegt es an dem Typ, der davor sitzt. Aber im Endeffekt, ihr seht ja selber, ich habe einen so hohen Nitratwert und dadurch, dass ich es jetzt gepostet habe auf Facebook, haben sich auch viele, viele andere gemeldet und haben gesagt, ja, ich fahre auch zwischen 50 und 60, auch ich habe 30 oder ja, mein Wert liegt auch bei 100, Becken steht top. Ja, es sind viele Faktoren, die da reinspielen, sehr viele. Unter anderem ist es natürlich auch die Grundversorgung an Stickstoff. Und Nitrat ist nicht gleichzusetzen mit Stickstoff. Aber das ist ein anderes Thema, das wollen wir jetzt hier nicht gerade. Ja, ich glaube, wir sollten jetzt mal langsam zum Entscheidenden kommen, oder worum wir hier überhaupt sitzen. Mhm. Weil wir sind jetzt schon, ne? Ja, 24 Minuten dran, verdammte Axt, das wird ein langes Video. Ja, schon wieder. Yes. Ihr wollt es nicht anders. Ja. Mir soll das egal sein. Ja, also wie fangen wir das denn jetzt mal an, das Thema? Ja. Wir könnten das eigentlich ja auch im direkten Vergleich mal setzen. Ich fange jetzt einfach mal an. Die SeaRunner, die habe ich damals, wie gesagt, ich habe alle Preise nicht auf den Cent genau, pauschal 150 ungefähr. Euro habe ich für die Rückförderpumpe bezahlt. Neu. Die habe ich nicht gebraucht gekauft, die habe ich direkt neu gekauft. Die alte, die dabei war, die liegt jetzt auf Lager für den Fall, dass man es besser wir brauchen, ist. Genau. Das ist dann jetzt auch so ein Punkt, wo ich dann sage, Pumpen sind immer schwierig. Wie ist der Vorbesitzer damit umgegangen? In welchem Zustand sind die Lager? Ich tendiere eigentlich grundsätzlich dazu, solche Sachen, gerade die dauerhaft laufen, die viel laufen, entweder neu zu kaufen oder direkt vor Ort testen zu können, wirklich testen zu können und nicht so reingucken, ja, wird schon passen, ist schwierig. Ja, also Pumpen ist eine Sache, die in meinen Augen immer recht mit Vorsicht zu genießen ist. Ja, so, dann sind wir ja beim Norbert gewesen, da habe ich für das Riff 120 Euro bezahlt und es ist in meinen Augen im Vergleich zu allem anderen, was du ja so kaufen kannst, finde ich das, es ist günstig. Es ist günstig, du hast einen sehr, ich sage mal, luftigen, geräumigen Riffaufbau, den man, ich sage mal, mit anderen Materialien in der Preiskategorie so nicht hinkriegen würde. Und es ist noch ein Kauferlebnis. Also wenn du bei Norbert, also wenn ihr selber hinfahren könnt, und was ich halt auch super geil fand, ist, der Norbert nimmt sich die Zeit für dich, der baut dir da dein Becken nach
und dann bastelt der dir da dein komplettes Becken so, wie du das gerne haben möchtest. Kurze Info, wenn ihr das machen wollt, sprecht euch mit dem Norbert ab. Also steht da nicht einfach samstags bei dem vor der Tür, das findet er nämlich gar nicht witzig. Weil es ist momentan wirklich immer noch so viel Material in der Hinterhand beziehungsweise im Nachlauf, was er abarbeiten muss. Er hat nicht genug da, um alle gleichzeitig zu bedienen, weil er macht alles selber. Ja, aber ich finde es cool. Ja, cool war es definitiv. Ne? Und ja. Du kannst dir dann natürlich auch nochmal sein Showbecken da angucken, was auch nochmal sehr cool ist. Das ist ein Riesending. Ne? Also wie gesagt, 120 Euro, aber... Hat sich gelohnt. Erstmal das und im Vergleich zu anderen Sachen, ja, das kann man sich ja dann... Schnell aufgebaut. Ja. Ne? Und das Zeug, was das Epurif, was ihr da kauft, das ist dann eben genau darauf gestaltet, wie euer Becken geformt ist. Ne? Ich weiß nicht, da können wir auch gerne mal ein Bild zu reinmachen, denn da habe ich ja auch noch das Bild von. Ja. Ne? Ja. Nächste. Und zwar die Smart Drift. Also die Strömungspumpe, die habe ich auch neu gekauft. Hätte man auch... Ja. Aber habe ich jetzt nicht. Habe ich neu gekauft. Ja, also die Leute geben es ja im Prinzip, die Pumpen, wenn sie Pumpen abgeben, meistens meiner Meinung nach aus zwei Gründen ab. Entweder die bringt nicht die Strömung, die sie gerne haben wollen, oder es ist irgendwas dran wegen der Akustik. Genau. So, und wenn man dann tatsächlich hingeht, eine neue hat und es ist was dran, dann kann man sich direkt an den Hersteller wenden. Gebrauchte Sachen sind da eher schwierig. So, und da kommen wir jetzt dann eben zu dem ersten Fall. Und zwar Aquamedic Thermo Control mit dem Titanheizstab. Mhm. Da habe ich nur für beides zusammen 25 Euro bezahlt. Gebraucht, das ist eine Sache, die Thermo Control der neueren Generation, also genau. Sprich die mit dem Touch-Display, die funktioniert jetzt einwandfrei, ohne Probleme. Und das, was da damals aufgekommen ist, also ja, sprich, ja... Aber am Start selbst... Da sagen wir jetzt erstmal nichts. Es war damals, kam was auf, so nach dem Motto, ja, die Relais bleiben hängen oder da ist mal so, was hängen geblieben. Ja. Man muss es ganz ehrlich sagen, Aquamedic ist eine Firma, die ja nicht nur in Deutschland verkauft, die verkauft weltweit. Und das sind Mengen, das sind Massen, die da verkauft werden. Und auf die Masse gerechnet kann dann mal was passieren und dann ist dann so eine Marke direkt runtergezogen. Nee, finde ich nicht gut. Also wie gesagt, die Thermo Control inklusive dem Stab habe ich 25 Euro bezahlt. Man muss dazu sagen, wir hatten hier in Viersen hatten wir jemanden... Der hat aufgelöst. Der hatte dann in unserer Meerwassergruppe, hatte der das dann eben reingeschrieben. Da bin ich dann abends hingefahren. Und im Vergleich dazu, denn die Thermo Control kostet aktuell zwischen 70 und 75 Euro. Neu. Meine Hunde sind da gerade am Radieren. Und ein Titanheizstab. Um die 50. Marke, egal, so roundabout 50 Euro. Ne? Da liegen wir bei 125 Euro. Ja. 120, 125 also Euro. Also da in dem Punkt schon wieder 100 Euro gespart. Ja, wo ich aber auch sage, Glück. Ich bin der Meinung, da ich ja den Heizstab drin hatte, ich bin zwar nicht ganz auf die Temperatur gekommen, wie wir es gerne gehabt hätten, deswegen haben wir uns dann, oder habe ich dann den Titanheizstab geholt. Ja, stimmt. Das Problem hatten wir ja auch. Ich sag mal so, muss man jetzt nicht neu kaufen. Ja, bei solchen Sachen. Was ja auch noch cool ist, ich habe ja auch noch vom Vorbesitzer wohl bemerkt, noch mitgenommen, das Gebläse, was ja mit angeschlossen werden kann für den Sommer. Richtig, das ist ja momentan gar nicht montiert. Das sitzt ja, liegt ja noch auf Halde. Ist ja bei mir das gleiche Spiel. Sag mal, was machst du da hinten, Hund? ja, guckst du mal, lass es. Ne, wie gesagt, sind auch mal eben 100 Euro, die mal eben nicht gezahlt werden muss. Das ist eine Sache, wo ich dann sagen kann, jo, passt. Kann man definitiv machen. So, nach Hund- und Frau-Unterbrechung machen wir jetzt nochmal bei der Straton weiter. Also, Umkreis 500 Meter, nein, 100 Meter bei dir. Ja, genau. Der andere Daniel aus Willich hat da seine Lampe abgegeben, wegen Lampenwechsel. Er war nicht zufrieden mit der Straton, wegen der Ausleuchtung von der Beckengröße. Streulicht. Er hat sich dann die Pro geholt, kam mir zugute. Ich habe für 500 Euro eine wunderbare Straton bekommen. Die auch noch in einem Top-Zustand war. Also, noch nicht mal alt. Wie alt war die jetzt? Ich glaube ein halbes Jahr oder irgendwie sowas. Ja, naja, super. Ich weiß nicht. Im Prinzip ist auch Spaß. Egal, die sieht super aus und die leistet wunderbare Arbeit. Ja. Ne? Und kommt ein neues Becken, werde ich mir noch eine zweite kaufen. Zweite dieser Variante? Genau. Spricht nichts gegen. Die Lampe, die tut's. Ja, funktioniert. Absolut. Ja. Ne?
Und von daher, alles gut. Also da auch wieder 400 Euro gespart, 500 zu 900. Genau. Ja, ja gut. UV-Anlage, ja, 35 Euro hätte ich mit Sicherheit auch irgendwo gebraucht kriegen können. Aber ich denke, wenn man beim Salzwasser bei 35 Euro jetzt anfängt noch, ne, also ja. Das soll jetzt bitte nicht überheblich klingen, aber wenn man sich natürlich dazu entscheidet, das ganze System fahren zu wollen, finde ich es 35 Euro und Klecks und ne, haben wir neu gekauft. UVC haben wir eingesetzt aufgrund der Tatsache, weil wir EPO-Reef haben. Beim EPO-Reef kann es passieren in der Einlaufphase bzw. am Anfang, dass es aufgrund der Oberflächen zu vermehrter Bakterienvermehrung kommt und es zu einer Bakterienblüte kommen könnte. Dafür ist dann im Endeffekt die UVC. So, und da sind wir jetzt dann auch noch schlau hingegangen und haben gesagt im Endeffekt... Die aber auch 24/7 bei mir läuft. Ja, ja, die läuft durch. Sind wir hingegangen und haben das Ganze dann auch noch kostengünstiger gestaltet und das im Bypass gestaltet. Haben wir einen Hahn dazwischen gesetzt, damit wir die Durchlaufgeschwindigkeit halt regulieren können, weil das ist auch eine Sache, die wichtig ist, gerade bei einer UVC. Darf nicht so schnell durchlaufen, ansonsten hat es keine Wirkung. Und im Bypass kann man das regeln. Und ja, genau. Nächster Punkt. So, die Dosieranlage von DD. Das ist jetzt aber nicht die, ist das die Pro? Nein, ist nicht die Pro. Nee, die bunte ist die Pro, ne? Richtig. Genau, so. Und die Nicht-Pro, die ganz normale Standard auf 4-Kanal, die habe ich bekommen für 220 Euro. Kann man nicht meckern. Ne? Und neu kostet die aktuell 280 Euro. Hm? Wie alt war sie? Ich glaube, die war schon ein Jahr alt. Aber man hat mir aber auch schon zwischendurch mal gezwitschert, dass ich sowieso keine Regressansprüche hätte, aufgrund der Tatsache, dass ich nicht der Erstkäufer wäre. Ja, okay, das sind so Sachen, wo sich die Firmen dann hier und da rausreden. Ja. Wollen wir jetzt aber auch mal nicht besprechen. 200 zu 280 Euro, 80 Euro gespart. Und die läuft, die funktioniert, die tut jeden Tag das, knapp, was sie soll. 24 Stunden lang genau das, was sie soll. Die läuft, die dosiert. Ich sag mal, es gibt ganz wenig Dosieranlagen am Markt, wo ich sagen würde, ja. Also da gibt es eine, die hat mich komplett abgeschreckt, aufgrund von YouTube. Ja, kann mal passieren, aber das Thema ist ja jetzt auch gegessen. Da müssen wir jetzt nicht weiter drüber reden. Nein. Ich habe sie ja bei mir auch schon, seitdem sie rausgekommen ist, laufen und von daher, ja. Ja, so, und zwar kommen wir dann als nächstes zur Osmoseanlage. Mhm. Da habe ich ja von Aquamedic die Premium Line. Platinum Line. Platinum Line, wie auch immer. Hm? Die habe ich gekauft für 150 Euro. Habe jetzt aber 250 hingeschrieben, weil ich alle Kartuschen gewechselt habe. Membran. Genau. Und mit allem drum und dran, ich war. Ja, ich habe noch einen Harzfilter nachgeschaltet. Ja, ich habe dann natürlich auch noch den ersten Harzfilter. Da habe ich natürlich auch noch den besonders teuren genommen mit der Dingens drin. Indikator Harz. Genau. Mhm. So. Kann man machen, muss man nicht. Habe ich aber gemacht, ist aber mittlerweile weg und da ist jetzt einfach eine ganz normale Kartusche drin, die ich nachfüllen kann. Kostet aktuell 320 Euro neu. Nur die Anlage. Nur die Anlage. Ohne die Zusatzfilterung. Genau, stimmt, die haben wir komplett vergessen. Aber das die können, die schlägt nochmal, ich sag's mal, so ungefähr mit 150 Euro zu Buche. Die, du hast die 4 Liter dahinter hängen, ne? Die große Big Blue. Nein. Was haben wir dahinter gegangen? Die ganz kleine. Die ist genauso groß. Stimmt. Das ist nicht die große. Das ist nicht die große. Ich glaube, das waren 50 Euro, die wir beim Markt bezahlt haben. Plus für 5 Euro Harz, 2 Kilo oder was das war. Nee, das war teurer, aber... Ja, ich habe nur noch gesagt, wir waren 500 Euro an dem Tag. Ich habe mal 60 Euro drauf. Ja. So. Ja, dann kommen wir mehr oder weniger schon fast zu dem ganzen Kleinkram. Kanister für die Osmose auffangen. Alle. Lagern. Ja. Da habe ich mir im Campingbedarf, habe ich mir für 40 Euro 220 Liter Kanister geholt. Das ist... Werde mir aber im Laufe der nächsten Zeit, wenn ich die Möglichkeit habe, mir auch so einen Container holen, so wie du den hast, der 100-Liter-Container, den ich da hatte. Super geil. Ja, wie gesagt, 40 Euro, 20 Euro so ein Kanister. Und ja, die kann man auch ohne Bedenken nehmen, weil die halt auch lebensmittelecht sind. Ja, dann ungefähr
50 Euro für diverse Schläuche. Schläuche, die haben wir ja erneuert. Wir haben die Schläuche rausgeschmissen, die drin waren. Genau. Haben Silikonschläuche eingesetzt. Auch eine wichtige Sache. Die normalen, ich sag mal, grünen Aquarienschläuche sind hier und da natürlich mit Weichmachern versetzt. Und das, um das jetzt mal auszugrenzen, sind wir direkt auf Silikon gegangen. Genau. Hält im Endeffekt auch länger, weil irgendwann werden diese grünen Schläuche werden hart, das ist der Weichmacher raus, ja. Ist dann im Becken und hat dann das Wachstum der Korallen behindert. Daher grundsätzlich alles, was ich da unten einsetze, bis auf den Abwasserschlauch nach unten, ist Silikon. Und da Schläuche gelten auch sämtliche Dosierschläuche. Dosierschläuche, dann habe ich nochmal einen kompletten Schlauchsatz für die Dosier, für die Dingensanlage, für die Osmoseanlage geholt, eine Verlängerung, damit ich das Becken befüllen konnte. Ja. Dann habe ich mir im Bauhaus, noch Schläuche geholt zum Saubermachen vom Becken und so weiter. Also wie gesagt, diverse Schläuche für die Technik, sowohl als auch einfach zum Reinigen und so weiter. Mhm. 40 Euro. Ja, dann haben wir ja, ein wunderbares Easy-Drain-System in dem Becken. Bei dem einen mag es funktionieren. Also ich kam damit nicht zurecht und da haben wir das rausgeschmissen, haben dann eben einen extra teuren Hahn eingebaut. Der hat mit 45 Euro eben eingeschlagen. Das war ein ganz normaler Stellhahn, also kein Kugelhahn, sondern ein Stellhahn über Gewinde. Müssen wir die Marke nennen? Wir können sagen, dass es Royal Exklusiv war. Der war teuer, da haben wir es am schnellsten, am einfachsten hergekriegt, aber es gibt garantiert auch andere Hersteller. Und aber da haben wir ihn hergeholt, weil ich das so im Kopf hatte, weil das auch am schnellsten ging, muss man ja auch dazu sagen. Wir wollten ihn ja relativ zügig haben. Und dann haben wir das System da unten umgebaut. Bei dem einen funktioniert das Easy Drain. Also und, wir wollen jetzt nicht sagen, dass das scheiße ist. Ne? Also kann auch sein, dass das einfach vielleicht falsch eingestellt war, wir zu dumm dafür waren. Am Ende muss ich aber auch sagen, dass es einfach mit dem Hahn am einfachsten ist. Lässt sich schön einstellen. Ja. Also ein Gewinderhahn da unten reinzusetzen oder ein Schrägsitzventil, das wäre dann die Steigerung davon. Das lässt sich wirklich wunderbar dosieren. Ja. So, dann kommen wir quasi natürlich für den kompletten Start. Also Absolute Ocean habe ich jetzt zweimal bestellt. Davon habe ich jetzt immer noch ein bisschen was zu Hause. Müsste ich eigentlich mal neu bestellen, einfach nur mal auf Lager zu haben. Haben ist besser wie brauchen. Ne? Spätestens dann, wenn du jetzt die ICP zurückkriegst, wird die Sache interessant. Nein, das wird was nicht sein. Deine Korallenchen, ja gut. So, Essentials, alles drum und dran. Muss man dazu sagen, ich fahre ja das Becken komplett ATI. Mhm. Also, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Da kann ja jeder machen, wie er möchte. Ich bin damit eingestiegen. Ich bin da im Bilde, ne? Und ich weiß nicht, ob man es noch einfacher gestalten kann. Lass es jetzt auch mal dahingestellt. Ich bin damit zufrieden. Ich find's geil. Ich fahr da das Becken super mit. Und das waren insgesamt Essentials, KH, Calcium, alles Mögliche. Ja. Und zwischendurch noch Jod noch gekauft und so weiter. Ungefähr 150 Euro. Ja. Ne? Ja, ich habe jetzt noch sämtlichen anderen Kram, da Zangen und so weiter. Futter, das verkaufen. Futter, Reality Plugs und so weiter. Habe ich jetzt einfach mal pauschal 50 Euro. Mhm. Ne? Ja, Tiere, Besatz. Das ist dann jetzt wieder eine Sache, wie kommt man dran? Wie viel Geld gibt man aus? Was hat man für Leute in der Nähe? Einerseits hatten wir hier natürlich das Glück, wir haben hier im Bereich eine sehr große Community im Bereich NRW. Wir haben relativ viele Läden hier. Es sind viele Leute da, die auch ihren Überschuss anbieten. Also wollen wir einfach mal so sagen, also ich habe aus meiner Tasche circa, liege eigentlich schon was drüber, aber um die 1000 Euro ausgegeben. Der Wert von den Tieren, die jetzt im Becken sind, was man ausgeben würde, wenn man das beim Händler kaufen würde, liegt auf jeden Fall weit darüber. Mhm, definitiv. Ja. Das ist, wie gesagt, also es ist immer wünschenswert, das Ganze von privat zu kaufen. A, aus der Tatsache heraus, es sind deutsche Nachzuchten. Ja. Korallen, die aus Nachzuchten kommen, von privat, sind robuster als die Korallen, die man sich aus einem Laden holt, der aus einem Import kommt. Das muss man mal ganz offen und ehrlich sagen. Ich will jetzt nicht gegen die Läden schießen, die haben wunderschöne Korallen da. Aber man muss dann im Endeffekt auch wissen, was man da sich reinholt. Weil ihr habt es ja bei mir auch selber gesehen, das kann ganz schnell gehen, dass man sich mal Bakterien reinholt, ohne dass man das will. Und dann kann es
tatsächlich fast schon mal einen kompletten Bestand kosten. Ja, und das ist als Anfänger, es ist schwierig. Ja, ich bin eigentlich auch. Ja, das ist eben so ein Thema, ne? Nachzucht und Wildfänge. Ja. Ich bin eigentlich immer froh darum gewesen, dass ich keinerlei Wildfänge in diesem Becken habe. Mhm. Aber, und Schande über mein Haupt, ja, die Tiere, weshalb dieses Becken überhaupt gibt, sind die Mandarins. Ne? Ja. Das waren die Tiere, die mich so fasziniert haben, dass ich ja überhaupt zum Salzwasser gegangen bin. Mhm. Weil ich sagte immer, das sind so wunderschöne, geile Tiere. Boah, dafür musst du eben Salzwasser fahren. Ja, und es sind nun mal Wildfänge. Ja, ich muss. Es ist, bei den Fischen ist es grundsätzlich schwierig, sich das. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt, der wirklich schwierig, ich sage es mal, einzuhalten ist. Gerade Becken in dieser Größe müssen ja in irgendeiner Form, ich sage es mal ganz doof, bewirtschaftet werden. Durch Fischen, durch Fische, Garnelen, Krebse, etc. Wir haben eine Wunschvorstellung, wie du auch, die hier rein wollen. Und ein ganz, ganz großer Teil, den wir halt schon mal beitragen können, ist, dass man die Korallen aus Nachzucht und Nachmöglichkeit holen. So, das haben wir bei dir, ich sage jetzt mal, ich glaube zu 99% hingekriegt. Ja, wir haben viele Sachen von privat geholt, viele Sachen vom Händler, wo man jetzt nicht unbedingt weiß, ist es Nachzucht oder nicht. Aber bei den Fischen ist es immer so eine Sache. So, und da bin ich immer noch der Meinung, ich setze mir das in das Becken rein, was rein gehört, was rein muss, damit ich dieses System vernünftig fahren kann. Ich muss aber auch dazu sagen, wie gesagt, ich bin da ja auch komplett offen und wenn ich Fehler mache oder, ja, ich sag mal, vielleicht Scheiße baue, wie auch immer, das kann man ja jetzt betiteln, wie man möchte. Ich muss dazu dann aber auch ehrlich sagen, ich war so scharf auf die Tiere. Ja, ich bin da so ehrlich. Hm? Ich war so scharf auf die Tiere, dass ich da im ersten Moment drauf geschissen habe. Das muss man leider Gottes so sagen. Und das gestehe ich mir ein und dafür kann man mich auch verurteilen. Das Problem an der Situation mit den Mandarins war, dass nachdem ich die im Becken hatte, habe ich mich mit einem Händler unterhalten, der mir hätte Nachzuchten besorgen können, mit ganz viel Glück und ganz viel Wartezeit. Und hat man mich, oder er hat mich in diesem Moment dann auch darüber aufgeklärt, wie Mandarinfische explizit denn überhaupt in den Handel kommen. Und das hat mich gewissenstechnisch auf dem Weg nach Hause nach dem Gespräch, hat mich das schon, ja, gut getriggert auf jeden Fall. Okay. Ja, ich weiß nicht. Also aber die Fischbeschaffung bzw. der Fischfang von, egal von welchen Tieren. Egal, ob das jetzt unsere, sagen wir mal, Fische allgemein. Beste Beispiel bei mir ist der Flammenkaiser, der jetzt mittlerweile bei mir, glaube ich, im vierten oder fünften Jahr mittlerweile im Becken ist. Ich habe vorher tatsächlich fünf Tiere, nee, das ist der fünfte, also vier Tiere gehabt. Drei davon sind mir eingegangen, weil es A, Wildfänge und Giftfänge waren. Das siehst du den Tieren nicht an. Ich sag mal, wahrscheinlich ist das mit den Mandarins ähnlich. Es gibt da eine gewisse Fangtechnik. Ja, genau, ja. Das ist das eben. Also ich möchte jetzt, also ich will jetzt. Wir wollen das jetzt nicht verteufeln. Es ist nee, ich möchte jetzt einfach auch nicht erläutern, wie man solche Tiere fängt und was es da für Methoden gibt, damit die Tiere überhaupt an den Mann kommen. Dass Menschen der Schweif abgeschnitten werden, damit die eben als Weibchen durchgehen und all solche Geschichten. Ne? Also wie gesagt, das sind aber leider Gottes Dinge, die ich vielleicht im Voraus hätte mich drüber schlau machen sollen. Ich bin auch froh, dass die gesund sind und dass die super ihr Leben dort leben und die haben genug Futter scheinbar da, ansonsten werden sie... Ja. Ich würde aber tatsächlich, wenn es dazu kommt, dass die mir hops gehen, ich würde nicht ein weiteres Pärchen holen. Oder grundsätzlich keinen mehr. Mhm. Ne? Einfach den Tieren zuliebe. Und es ist, glaube ich, auch schwer zu verstehen, dass es viele Tiere gibt, die sollten lieber
in der Handlung versterben, ihr Lebensende finden, dass eventuell gewisse Nachzucht bzw. Wildfänge gar nicht mehr aus dem Weg in die Handlung kommen. Ja. Da gibt es sehr, sehr gute Beispiele. Ich sag's mal, das beste Beispiel dafür ist eine Süßlippe. Wunderschönes kleines Tierchen, ungefähr so groß sind die dann, wenn sie in der Handlung sind, braun mit weißen Punkten. Ne? Es kommt aus der Gattung der Paddelbarsche. Wunderschönes Tier. Und die werden wirklich in der Größe, sage ich jetzt mal, angeboten. Dann denkst du, oh, wie süß, wie klein. Bin ich damals auch drauf reingefallen. Und wenn du dann tatsächlich nicht hingehst, und in der heutigen Zeit haben wir die Möglichkeit zu gucken, Meerwasserlexikon, kann man sich aufrufen. Guckt in dieses Lexikon rein. Schaut euch an. Ich sage es mal, die Literangaben sind, ich sage es mal, hier und da mit Vorsicht zu genießen. Weil wir haben mittlerweile festgestellt, es kommt nicht unbedingt auf die Literzahl an, sondern auf die Fläche, die man den Tieren zur Verfügung stellt. Aber das ist ein anderes Thema. Aber man kann sich tatsächlich über diese Tiere informieren. Und so schön die auch sind, so eine Süßlippe, so ein Paddelbarsch, der wird mal eben 35 cm groß. Oder sogar noch größer. Schaut einfach mal rein. Ja, und sowas wird in der Tierhandlung angeboten. Das ist jetzt ein Thema, das sollte man jetzt nicht weiter vertiefen, aber Fakt ist, man sollte sich definitiv informieren, was man kauft. Passt das nicht, ist es machbar? Unterhaltet euch mit entsprechenden Leuten, die vielleicht diese Tiere halten. Das Thema Fischhaltung ist sowieso eine Sache für sich. Der eine macht es so, der andere macht es so. Ja, wie gesagt, mir ist ein Pärchen angeboten worden, eben mit Warteliste. Futter fest, aus angeblicher Nachzucht, für, ich glaube, fast 600 Euro. Das Pärchen. Muss man? Und da sagt man, ja, das kann man machen. Bist du bereit dazu, 600 Euro dafür auszugeben? Mach das. Es ist schön, wenn das wirklich alles zu 100% stimmt und kommt aus Nachzucht. Okay, mach es. Das Problem ist, die Nachzuchten, dass es gemacht wird, finde ich gut. Finde ich sogar sehr gut. Die Preise dafür haben wir auch bei den Hawaii-Dogs gesehen damals. Oder jetzt auch immer noch. Müsste ich jetzt mal nachschauen, was sie mittlerweile als Nachzuchten, wo der Preisunterschied ist. Nee, so teuer war es nicht. Aber die waren schweineteuer. Also ein Goldtaler oder so, hieß er sowieso, ja, hast einen Goldtaler da rumschütten, ja. Fakt ist, solange die Preise für Nachzuchten nicht wirklich runtergehen, werden weiterhin Wildfänge angeboten. Die günstiger sind, wo man schneller drankommt, es ist weniger Arbeit. Und ja, wie gesagt, das ist ein Thema für sich. Ich bin nicht fehlerfrei. Ich sag auch ganz ehrlich, ich habe in diesem Fall egoistisch gehandelt. Ich denke, da können wenige sich von freisprechen. Ich sage mal, es ist schwierig zu sagen, okay, ich will ein Becken nach Möglichkeit nur mit Nachzuchten besetzen. Beste Beispiel haben wir ja hier auch beim Easy. Um es jetzt nur grob in den Raum zu schmeißen. Ich gehe da jetzt nicht ohne das mehr. Ohne das irgendwie zu werten. Nein. Er hat ja gesagt, ich möchte nach Möglichkeit nur Tiere haben, die aus Nachzuchten sind, ob das jetzt Korallen sind, ob das jetzt Fische sind. Aber er hat auch gemerkt, dass es hier und da halt Tiere gibt, die es nicht als Nachzuchten gibt, die man aber in diesem Becken benötigt. Damit das Becken funktioniert und irgendeine Seuche ausgerottet wird, beziehungsweise bekämpft wird. Das sind Sachen, die... Da muss man Kompromisse machen, wenn das Becken vernünftig laufen soll. Das habe ich jetzt mittlerweile aus 15, 18 Jahren Meerwasser-Aquaristik mir zugelegt, beziehungsweise die Erfahrungen gesammelt. Es gibt Sachen, die gehen einfach nicht anders. Und wenn man, ich sage es mal, nicht das Gesamtsystem belasten will, muss man hier und da schon mal in den sauren Apfel beißen. Ob das jetzt gut ist oder nicht, lassen wir jetzt mal vorgehen. Ja, wir müssen da natürlich jetzt auch nicht so weit drauf eingehen, aber ich stehe dazu und ich könnte natürlich auch jetzt jedem erzählen, immer, ich habe dafür 600 Euro hingelegt, ist Nachzucht, ich habe mir die irgendwo in Bayern geholt, wo angeblich dieser Züchter sitzt. Aber immer, ich stehe dazu, ich habe da kein Problem mit. Ich habe da selber viel mit mir selber dann ausmachen müssen. Ja. Ja, kann man dann dementsprechend dann schauen, wenn es eine Vergrößerung gibt, in welche Richtung das dann läuft, was dann für Tiere kommen, was für Möglichkeiten wir haben. Moment, aber da kommen wir dann auf ein anderes Thema. Ich weiß, muss jetzt hier nicht unbedingt Platz finden. Fische, schön und gut. Alles cool.
Aber ich bin ja noch nicht mal so heiß darauf. Ich habe meine zwei. Ich habe meine Mandarins und bin damit vollkommen glücklich. Und für mich ist das das Nonplusultra in diesem Becken. Es machen sich natürlich andere Türen irgendwann auf, wenn es dann größer zugeht. Mhm. Aber wenn es auf ein neues Becken zugeht, sage ich, bin ich viel schärfer darauf, noch mehr Korallen und ein bisschen mehr Stellfläche. Ja, genau. Also wie gesagt, in erster Linie geht es sich bei mir dann eben um die Korallen als um die Tiere. Aber im Endeffekt, größeres Becken heißt auch wieder mehr Belastung. Und du hast mehr Fläche, die bewirtschaftet werden muss. Ja, da kommen wir dann auch wieder zu dem Punkt hin. Jetzt, wir hatten jetzt bei dir das Problem mit den Algen. Ja. Hat sich das mittlerweile ein bisschen gelegt, oder? Ich sag mal so, der Wuchs an sich selbst ist jetzt nicht mehr so schnell. Mhm. Man muss dazu, ich habe noch zwei Mittagskram, hatte ich. Genau, darauf wollte ich jetzt im Endeffekt hinaus. Geholt. Ob sie das tun oder nicht, weiß ich nicht. Nee, Fakt ist, man sieht sie natürlich. Klar, ich habe die eingesetzt. Mhm. Die sind, ich habe die so ungefähr von 20 cm Abstand ins Wasser fallen, also im Wasser fallen lassen. Ab den Boden und direkt ans Riff und gib ihm. Ne? Ja. Also die waren beide direkt sehr aktiv. Ob der Eigenwuchs jetzt zurückgeht, ich weiß es nicht. Dass man da dranbleiben muss. Ja, das ist im Endeffekt das, was ich sage. Mein Becken ist komplett algenfrei, bis auf die Scheiben. Ja, aber ich habe auch die entsprechenden Tiere da drin, die sich dann drum kümmern. Nämlich meine Doktoren, die wirklich hingehen und wie die Rasenmäher übers Riff laufen und jeden Mini-Aufwuchs im Prinzip abnehmen. So, das Problem haben wir bei deinem Becken. Die sind zu klein. Also sprich, das Becken ist zu klein für solche Tiere. Ja. Und da muss dann halt im Endeffekt auch wieder der Kompromiss gemacht werden, was brauche ich an Tieren, damit das Becken auch vernünftig funktioniert. Nee, also ich mach das Becken ja alle 4-5 Tage mache ich es ja sauber. Mhm. Ja, ist halt nun mal so. Und dann ich gehe mit der Zahnbürste dran, ich kratze da dann rum, wobei ich aber die Finger gerade von der Rückseite vom Riff lasse. Wegen dem Blenny unter anderem auch, ne? Genau das. Weil sich natürlich eben auf dem Riff auch irgendwo das Kleintier eben sammelt, wovon die Mandarinen sich dann eben ernähren. Klar. So, dann habe ich dann da eben ein bisschen Algenwuchs. Ja, ist ja in Ordnung, weil das ist nämlich auch genau der Bereich, die schlittern an der Rückwand rum und eben hinterm Riff. So gut, richtig beobachten, ob die da was kriegen beim Picken. Weißt du nicht, du siehst es nicht, ob du nun die Tiere im Becken hast oder nicht, also die kleinen Tiere, du siehst es halt nicht. Aber die picken da rum, die sollen da rumpicken, wie sie wollen. Ich lasse den Riffbereich in Ruhe, da kann sich wieder was Neues bilden. So habe ich auf jeden Fall in der Hoffnung das Gefühl, dass sie da eben ihre Nahrung finden. Weil, gut, ich habe mir bei Plankton Plus, habe ich mir vor anderthalb Monaten, zwei Monaten, habe ich mir doch das Futterset da bestellt. Die Flüssignahrung, ne? Ja, alle Tiere gehen da drauf ab. Aber die Mandarinen, die lassen sich dann nicht voll beeindrucken. Vielleicht kommt der Tag irgendwann in ein paar Monaten mal, wo man vielleicht mal feststellt, okay, oh, die gehen da dran. Das ist genau das Problem, was man im Endeffekt dann auch von vornherein gesagt hat. Man meinte, ja, wann darf ich ihn einsetzen? Ja, wenn du eine funktionierende Biologie hast, wenn du genügend Zooplankton da drin hast, Kleinstlebewesen, die sich dann auch regelmäßig erneuern und aber von der Population, das füge ich ja jeden Tag locker. Phytoplankton. Genau. 50 Milliliter. Mhm. Immer allein da schon wegen der Muschel. Ja. Damit die ja auch bedient ist. Aber du kannst mal erzählen, was du willst. Die ernährt sich schon vom Licht, satt und genug. Ja. Toi, toi, toi. Ja. Glück gehabt. Und kleine Muschel. Ich habe aber auch keine Tiere im Becken, die irgendwie in der Versuchung sind, sich die Muschel mal zu krallen. Ne? Das ist das Problem bei mir. Ich könnte ohne Probleme Muscheln halten. Aber ja, bei mir ist es der Fuchs, den ich mehrfach jetzt schon mit den Tieren erwischt habe. Ja, im Hinterkopf habe ich halt nach wie vor immer wieder so ein bisschen... Ja, ich habe Angst, wirklich Angst davor, dass irgendwann der große Knall kommt. Irgendwas passiert. Also ich bin zwar der Meinung, klar, so gut das Becken jetzt läuft... Ne? Bei dir ist... Ich habe schon genug Kacke gehabt mit dem Wasser jetzt, und so, also mit dem Wasserschaden. Mhm. Grundsätzlich aber, was das Becken ja angeht... Fast nichts. Es, ja. Kleinigkeit. Ja. Ja, komm, sag's ehrlich. Du hast noch keine wirkliche Seuche gehabt. Und ich habe Angst, dass irgendwann der große Knall kommt. Hm.
Wenn du es weiterhin so betreibst, wie wir es geplant haben, man sieht es ja im Prinzip auch an meinem Becken, es sind Kleinigkeiten, die da auffallen. Okay, vielleicht mal hier und da eine Glasrose, die bekämpft werden muss. Das sind da so Sachen, die im Endeffekt dann ja, mal wieder auftreten. Vielleicht kriegst du ja auch irgendwann mal Kugelalgen, aber hast du jetzt die Mitrax drin? Habe ich nicht. Hast du keine Kugelalgen? Natürlich habe ich Kugelalgen. Aber ich habe die Muschel. Die habe ich mir geschnappt, hatte die dann natürlich unter Wasser, habe die natürlich nicht aus dem Wasser rausgeholt und hatte die dann mit der Zahnbürste geputzt, weil die halt auch so ihre Algenablagerungen eben an der Schale hatte. Mhm. Und ich fasse an und merke, dann fühlt sich halt komisch an. Mhm. Und ich drehe die um und hat die so einen ganz kleinen Fleck Kugelalgen versteckt. Bin dann natürlich mit der Zahnbürste nicht dran gegangen, dann, um die nicht zu beschädigen, damit sich die dann die Sporen und so weiter nicht noch verteilen. Ja, in der Hoffnung, dass die wir werden es sehen. Aber du hast ja jetzt auch, wie gesagt, die entsprechenden Tierchen drin. Wenn was sein sollte, könnte es sein, dass sie das bekämpfen. Weil die kommen auch überall hin. Ja, ich will hoffen. So, aber ich glaube, lass uns da jetzt mal zum Ende von dem Video kommen. Wir sind ziemlich lang schon wieder mit. Ja, ja, also es ist jetzt im Endeffekt ein Kostenausstellungs-Halbjahresbericht. Genau. Talk geworden und mal wieder ziemlich, ziemlich lang. Ja, man muss halt eben sagen, dass sich unsere Videoreihe ja wirklich, ja nicht nur explizit, aber überwiegend natürlich an Neulinge, Neustarter. So ist es ja im Endeffekt auch gedacht. Ja. Also man muss jetzt am Ende des Tages sagen, bezahlt habe ich jetzt effektiv für dieses Becken, wie es da steht, toi, toi, toi. Und ne, man muss nochmal dazu sagen, mit dem Becken hatte ich Glück, ja. Rechne mal 1.000 Euro drauf, aber liegen wir jetzt bei 2.800 Euro. Roundabout. Ja. So, musst du hingehen und noch selber ein Becken kaufen, rechnen wir jetzt einfach mal pauschal ein Tausender drauf. 500 bis 1.000 Euro, je nachdem, was du willst. Ne? Ja, ja. Ne? Du kannst schlecht für 1.000 Euro kannst du schlecht so ein Becken kaufen. Wir reden jetzt von diesem Aquamedic. Ja, genau. Effektiv, so wie es dann jetzt eben alles neu kosten würde, zum aktuellen Zeitpunkt legen wir bei ungefähr 5.400 Euro. Das ist eine Hausnummer. Ne? Das ist also tatsächlich vergleichstechnisch, ja, sagen wir jetzt mal ganz doof, die Hälfte. Ja, aber dann mach das doch lieber so wie ich und geh nochmal für 2.000 Euro mehr Korallen und Tiere kaufen. Ne? Also, ja. Kann man sich so denken, aber... Könnte man, ne? Wenn du jetzt den Platz dafür hättest, ne? Das ist ein Problem. Ah, scheiße, Luxusproblem, ja. Meine Frau kam ja dann gestern. War das gestern? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, das war gestern. Und da sagte sie zu mir, Schatz, wir müssen ja eigentlich technisch mäßig, müssen wir ja eigentlich nichts kaufen, ne? Ich so, nee. Nicht viel. Und dann hatten wir dann ein Komplettsystem bei Waterbox gesehen. Und da sagte sie dann, ja, oder wir lassen das im Flur stehen. Und das ist eine andere Stelle. Wie ernst gemeint das jetzt war, weiß ich nicht. Hätte ich jetzt aber auch gar keinen Bock drauf. Ne? Aber, wie gesagt... Ein zweites System zu pflegen, das ist schon... Ich muss aber, und da bestehe ich drauf, ich finde es für mich persönlich geil, dass meine Frau eben dieses Hobby mit mir teilt und dass sie da selber hinterher ist. Und das macht es dann einfach nochmal umso schöner. Und jetzt habe ich gestern Abend vom Tobi... Hier, Natrop, das Video gesehen, das hast du ja noch nicht gesehen. Nee, habe ich tatsächlich noch nicht. Der hat jetzt eine neues Becken, was er da begleitet. Da sind Pärchen, die haben vor einem Jahr angefangen und haben jetzt im Wohnzimmer, könnt ihr ja selber sehen, schon zwei Becken stehen und haben sich da jetzt von einem Aquarienbauer, ich glaube, ein Becken von 5.000 Liter hinsetzen lassen. Und die sind auch gerade seit einem Jahr dabei. Also, aber ja, da ist Frau und Mann beide gleich. Ja, okay, das ist eine ganz, ganz schlechte Kombination. Ja. Wenn beide da richtig abgehen, dann wird es schnell teuer. Nee, also ja. Wie gesagt, also die ganze Thematik ist einfach nur geil, dass meine Frau da so auch mit drauf Bock hat. Das ist wichtig. Ja. Und dass sie selber so ihre Favorites hat, die sie auch gerne mal im Becken haben möchte. Und ja. Wir werden einfach sehen, wo wir landen. Wo die Reise hingeht. Und einen Punkt haben wir aber noch. Ja? Strom. Ja, ich dachte jetzt, das machen wir ein separates Video für, weil wir jetzt schon wieder eine Stunde gequatscht haben. Mir ist schon egal. Können wir ja einfach mal so kurz
Ja, also, noch mit reinbringen. Das hast ja gesagt, du hast die Messung gemacht und wir haben ungefähren Wert. Genau. Es kommt grundsätzlich immer darauf an, wie ist die Konfiguration des Beckens, welches Licht habe ich drüber und. Also das ist nur ein ungefährer Richtwert. Du hast jetzt ungefähr am Tag... Ja, man kann es noch im Vergleich ziehen. Ich hatte vor der Stratum mit der Angel hatte ich um die 4,5 kW am Tag. Und jetzt aktuell liegen wir bei 4,1, 4,2. Also auch noch ein bisschen gespart dadurch. Ja, voll, volles Rohr. Ja, und stromtechnisch ist das jetzt schwer zu handeln. Ne? Das Thema hat man jetzt auch schon, weil ich bin noch in der Situation, ich habe einen alten Vertrag abgeschlossen, der läuft heute dieses Jahr aus, Ende des Jahres. Ich bin bei 23 Cent. Ne? Und lass mich das Becken stromtechnisch aktuell bei 30 bis 35 Euro liegen, ne? Monatlich. Das muss dann jeder für sich selber dann auch ausrechnen. Auch eine Sache, die ganz wichtig ist, wir haben jetzt nur über die Anschaffungskosten gesprochen und die laufenden Kosten müsst ihr ja auch im Auge behalten. Mein bester Freund zum Beispiel, der findet das Becken so geil, dass er sagt, wenn er mit seinem Haus und so weiter allem fertig ist, dass er sich das auch vorstellen kann. Okay. Jetzt ist aber der große Klumper der Geschichte, der hat tatsächlich seit September, Oktober letzten Jahres hat er 71 Cent der Kilowatt. Jetzt heftig. Überleg mal, ja. Das ist dreimal so viel, wie ich dafür bezahle. So, da bist du ja aktuell, wenn du mal bei dem Roundabout, bei einem kleinen Becken, so wie ich das habe, da bist du ja im Monat locker 100 bis 120 Euro. Nur für den Strom. Das ist ja auch ein Großteil der Grund, warum viele, ich sag jetzt mal, das Handtuch geworfen haben. Verständlich. Ja, das ist. Der eine musste seinen Vertrag wechseln zu dem Zeitpunkt, wenn es halt schlecht ist. Ich bin momentan auch jeden Tag am gucken, was macht mein Stromanbieter. Ja. Ja, also momentan ist er noch auf dem gleichen Level, wie ich im Moment habe, mit meinen 31,75 Cent. So mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Das ist bei dem Tagesform abhängig. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Ja, also laufende Kosten sind nicht zu unterschätzen. Das ist nicht nur Strom, das ist Wasser, das ist Salz, das ist Futter, extra Mittelchen, ICPs etc. pp. Das sind alles noch Kosten, die noch on top kommen, die ihr noch mitberechnen müsst. Wie gesagt, Anschaffung ist eine Sache. Laufende Kosten ist der nächste Punkt. Also ich könnte, also man kann das ja schwer wirklich festsetzen, aber ich schätze, dass ich monatlich mit Stromkosten, Futter, eine ICP rechne ich jetzt einfach mal nicht mit ein, weil muss man ja nicht. Aber ich schätze so, das Becken liegt irgendwo pauschal bei 50 bis 60 Euro im Monat. Das ist eine Ausnahme, mit der man arbeiten kann, ja. Finde ich aber in Ordnung. Ja, wenn man bedenkt, rechne mir mal hoch, was dein Hund einer von deinen Hunden im Monat kostet. So? Ja. Ne? Und Katzen, Hunde und so weiter. Wir haben ja auch noch die Katze, ne? Das sind halt auch Sachen. Dafür bezahlst du. Du bekommst das jetzt so jeden Tag nicht unbedingt mit, aber wenn du dir das mal hochrechnest, ne? Das macht schon was aus. Ja, einiges an Sachen, die zu berechnen, zu bedenken, zu hinterfragen sind. Jetzt haben wir wieder viel zu lange gequatscht hier. Aber ihr wollt es ja nicht anders. Das heißt ja immer, macht lange Videos. Wir wollen Unterhaltung haben. Jetzt habt ihr's. Selber schuld. Ja. Alles in allem wollten wir euch mal zeigen und haben euch gezeigt, was es halt kosten kann und was es gekostet hat. Einige Faktoren sind zu beachten, andere sind zu vernachlässigen. Ja, wie gesagt, ich kann immer wieder nur betonen, wäre ich nicht auf dich getroffen, wäre ich nicht über Facebook dazu aufgefordert, aber mir ist eben der Rat beigetragen worden, wenn du dir einen Support suchst oder eben einen Mentor, ne, sollte ich mich bei dir melden, habe ich gemacht, das hat auch alles wunderbar funktioniert, aber ich bin nicht auf den Kopf gefallen, absolut nicht. Worauf ich aber jetzt gerade hinaus möchte, ich bin nicht auf den Kopf gefallen, ich bin nicht dumm, aber ich denke, hätte ich das Thema komplett alleine für mich gestartet. Es ist nicht einfach. Ich hätte das Ding schon längst vor die Wand gefahren. Es sind gerade beim Start machst du so viel falsch. Ja. Und ich hatte auch noch zu Lina, also zu meiner Frau, hatte ich noch gesagt, wenn jetzt irgendwas passieren würde, wie so eine Nummer wie mit der Dosieranlage, dann hätte mir da keine Ahnung, einen halben Liter da reinpumpt. Ne? Das kann mit jeder Anlage passieren, ne? Ich würde es nicht nochmal machen.
Ja, dann in so einem Moment hat man natürlich auch erstmal die Hutschnur. Nicht weil es mir nicht gefällt oder weil mir das alles zu anstrengend ist, aber das ist ja, du baust dir da was auf, mit viel Arbeit, Liebe, Zeit, was auch immer, und dann ist das von heute auf morgen dann alles hinüber. Das kann mit allen Sachen passieren. Also es kann genauso gut mit dem Hund passieren, dass irgendwas dazwischen kommt und. Es ist einfach für mich etwas, was einfach nicht zu unterschätzen ist. Ja. Ne? Ich habe mir bei Facebook die Meerwassergruppen gesucht und so weiter, habe mein Anliegen da reingepostet. Es gab Leute, ja, die wollen dich halt direkt für dumm verkaufen. Ne? Die sagen direkt, lass es sein. Die kennen dich zwar nicht, aber die machen es auf der einen Seite schlimmer, als es dann tatsächlich ist. Aber auf der anderen Seite gab es dann auch Leute, die gesagt haben, ja, es ist schwer, lest dich da rein. Und dann, ne, man muss auch dazu sagen, von jedem kommt dann erstmal, gehst du hier Sankokai durch. Kann man machen, sage ich, bin ich aber viel zu faul für, den Roman da zu lesen. Alles schön und gut und es ist wahrscheinlich für Leute, die wirklich Bock drauf haben, richtig geil. Aber ich habe gar keinen Bock drauf. Ja, ich sag mal, Sankokai ist natürlich in der Hinsicht so, dass es natürlich eine extrem große Datenbank ist und du kannst alles nachlesen im Netz. Das ist, würde ich mir hier und da von anderen Systemen auch wünschen. Ja. Und da liegt dann halt der Hase im Pfeffer. Ja, das, die entsprechenden Systeme sollte man ja immer bei der Stange halten. Also sprich, ich fahre jetzt ATI oder ich fahre jetzt Fauna oder ich fahre jetzt Oceano, dann sollte ich auch bei diesen Herstellern bleiben und deren Systeme so nutzen. Ja, und ja, aber um jetzt nur zurückzukommen, ich bin einfach nur froh, dass ich Daniel habe. Ohne Daniel wäre ich wäre am Arsch. Das kann man so sagen. Wäre wahrscheinlich schiefgelaufen, vielleicht. Nee, mit großer Wahrscheinlichkeit. Insbesondere mit der Hilfe, die mir ja angeboten wurde, wo man mich dann auch noch so, ja, ist auch egal. Ich bin froh, dass ich Daniel habe und ich zu 90% steht das Becken einfach da, wie es da ist, durch meine Arbeit, durch mein Lernen. Aber dieses Grundgerüst von Wissen und so weiter, das hätte ich nicht ohne Daniel hinbekommen. Das soll bitte nicht unterschätzt werden, weil es geht sich dabei ja auch um sehr viel Geld. Und um Lebewesen. Ne? Also Fakt ist, um das jetzt mal ganz eben kurz knapp runterzubrechen, ihr braucht nicht alle zu mir zu kommen, dafür habe ich keine Zeit. Wenn ihr da draußen viel mit mir beschäftigt. Ja, genau, der Typ ist echt anstrengend. Also. Nein, so schlimm ist es nicht. Sucht euch da draußen, wenn ihr anfangen wollt, wirklich jemanden, der ein vernünftiges, laufendes Becken hat. Und ich bin sogar davon. Und bleibt dabei. Ich bin sogar davon überzeugt, dass diese Community noch viel größer ist als eigentlich das, was man sieht. Das sowieso. Ne? Es gibt genug Leute, die sich ja nicht auf Facebook, in Foren oder sonst irgendwo rumtreiben, die einfach nur sagen, am Sonntag hatte ich jetzt jemanden hier, der kommt ja auch aus der Nähe. Er hat gesagt, hat mich angeschrieben, oh, hast du mal Bock zu erzählen und dies und das ein bisschen zu quatschen? Ich dachte, ja, kein Thema, komm vorbei. Ja, hatte ich Zeit, war kein Problem. Ich gucke mir den in Facebook an. Unbeschriebenes Blatt, aber seit Jahrzehnten schon bei Facebook dabei. Die Leute haben eigentlich dann keine Lust, ihre Sachen zu zeigen. Warum auch immer, aus welchem Grund auch immer, ist ja vollkommen wurscht. Ja, also die Community ist definitiv größer, als wie sie jetzt. Ich habe aber jetzt auch schon jemanden kennengelernt, der ist nun mal, der hat ein bisschen früher gestartet als ich und der ist, wie soll man das sagen, der ist am Ende mit den Nerven. Ne? Weil er aber auch sich nicht helfen lassen möchte. Er möchte das alleine, er möchte sich das Wissen alleine aneignen. Dann sage ich aber auch, dann seid ihr aber auch über die Verluste im Klaren, die du dir damit einfährst. Ja. Wir haben jetzt tatsächlich mit der Vorgehensweise, so wie wir es jetzt gemacht haben, sind wir tatsächlich toi 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 fast verlustfrei bei dir durchgegangen. Kleinigkeiten sind immer gewesen. Aber nicht nennenswert. Wirklich nicht nennenswert. Also er hat noch nicht wirklich richtig Seuchen mitgemacht und ja, da müssen wir noch dran arbeiten. Machen wir dann den größeren Becken. Aber dann auch andere Möglichkeiten. Aber Fakt ist, wenn ihr euch an jemanden wendet, der im Endeffekt ein laufendes, vernünftiges System hat und haltet euch daran, was er sagt und was er vorgibt, dann kann das auch gut funktionieren und im Endeffekt nicht so viel Lehrgeld bei rumkommen. Tut mir leid, wenn ich das so sage, aber darf ich da mal Werbung für was anderes machen?
Wer es ja auch immer super geil ausspricht und wirklich auf den Punkt bringt, ist der Claude. Ja. Das, so bescheuert sich das manchmal anhört und vielleicht auch nicht unbedingt eben, ja, wie sagt man das? Ich sag mal, der bringt es einfach auf den Punkt. Hm? Ne? Und das sind, der hat damit auch vollkommen recht. Und da kann man sich halt auch super dran orientieren. Wie gesagt, ich habe das Privileg, den Mann hier an meiner Seite zu haben. Aber ich finde, es ist aber auch keine Schande, nach Hilfe zu fragen. Wo viele Leute ja auch ein Problem mit haben. Ja, das Problem sehe ich meistens allerdings darin, dass dann viele Leute hingehen und sagen, ja, muss man das probieren. Wie gesagt, die eine Schiene durchzuarbeiten, die richtig ist oder die vom Hersteller oder ja, vom Versorgungssystem vorgesehen ist oder von der Herangehensweise auf einer Schiene zu bleiben und nicht zu sagen, ach, das hört sich aber gut an, jetzt wechsle ich mal. Nein, macht man nicht. Das sind Sachen, die belasten die Systeme, ja. Die belasten die Tiere. Und dann kommt es zu Verlusten, beziehungsweise zum Stress im Becken. Dann kommen wieder andere Faktoren dazu, dann hat man Verluste, weil ne, Schwankungen kommen und. Das sind alles Sachen, die wir nicht wollen. Was wir brauchen, ist Konstanz. Und das ist das, was ich auch bei dir von Anfang an gepredigt habe und das habe ich in den Kopf gehämmert. Ja. Immer gucken, dass die Werte so konstant wie möglich sind. Und dann hat man aber im Endeffekt auch die Möglichkeit zu sagen, ja, was aber auch, was man vielleicht bei Daniel auch nicht vergessen darf, ist, das ist mir tatsächlich jetzt auch erst mit der Zeit aufgefallen, dass so viele Fragen, die man eigentlich hat, die hat Daniel vor 4-5 Jahren in seinen Videos schon erklärt. Ne? Also es gibt da ja die entsprechende Reihe, kurz erklärt. Wenn ich zum Beispiel das mit den Algen, ne? Ich weiß, war das jetzt mit den Algen? Weiß ich nicht, ich hatte dann bei YouTube eingegeben und als erstes stand Daniel dann wieder da. Ne? Es sind halt nun mal auch Sachen, die kann man sich dann auch angucken. Da ist halt super viel auch dann erklärt. Und wobei hier und da ich auch noch einiges überarbeiten müsste wahrscheinlich. Aber nein, grundsätzlich, so. Grundlegende Themen habe ich ja schon, ich sage jetzt mal, besprochen, abgearbeitet. Ja, komm, lass mal jetzt mal zum Punkt kommen hier. Genau. Ende vom Lied ist. Das schwimmt jetzt bei 2 Stunden, Alter. Nee, so viel wird es nicht sein, aber ich denke, wir machen einen Zweiteiler draus, den wir hintereinander bringen, aber ja. Ja, Ende vom Lied ist 2800 zu 5400 ist ungefähr roundabout bei Adam Ries und Eva Zwerg fast die Hälfte ungefähr. Neu zu gebraucht, zu anderer Möglichkeit. Also man kann definitiv Geld sparen. Aber spart nicht am falschen Ende. Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich so das Wichtigste. Und da kommt dann wieder jemand ins Spiel, der euch sagen kann, ja, könnt ihr so machen oder könnt ihr nicht machen. Das ist das Problem, was dann aber auch bei den meisten Anfängern ist. So, mein Hund macht da hinten jetzt immer Palaver. Willst du raus oder was? Bestimmt. Ja, wahrscheinlich. Gut, Leute. Lange Rede, kurzer Sinn. Tatsächlich, ja. Aber ganz lange Rede. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir konnten euch das Ganze ein kleines bisschen näher bringen hier, warum, weshalb, wieso und wo man sparen könnte, wo man nicht sparen sollte. Ja, und der Halbjahrestalk hier. Ja, ich denke, das nächste Video, da geht sich dann tatsächlich mal um den Besatz. Den wollen wir auch nochmal besprechen. Gehen wir auch nochmal drauf ein, genau. Ich denke, wir haben noch ein paar Sachen auf jeden Fall. Definitiv, ihr werdet es erleben. Also, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses ultralange Video jetzt hier gesehen habt. Däumchen nicht vergessen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Sebastian, euer Daniel. Schönes Wochenende. Ciao. Ciao.